Seid gegrüßt und willkommen zu meinem neuen Video. Erstmal ein riesengroßes Dankeschön an die Firma Olight, die mir diese Lampen hier zur Verfügung gestellt hat, direkt nach dem Release. Vielen, vielen Dank. Die sind alle gerade rausgekommen, frisch auf den Markt und deswegen möchte ich sie natürlich auch euch zeigen. Olight-Lampen habe ich schon seit einer ganzen Weile, die haben mir schon einige geschickt, unter anderem habe ich ja die Marauder damals vorgestellt, die habe ich schon vorgestellt, hier die Javelot Pro. Und die kleine hier auch, die S1 Baton. Die beiden werde ich jetzt hier nicht nochmal thematisieren. Die zeige ich dann auch nochmal draußen im Park. Also wir fangen mal an mit der kleinsten hier, die neu rausgekommen ist. Und zwar ist das die O-Bulb. Also Bulb, also ihr wisst schon, Glühbirne sozusagen. Die funktioniert so. Kann man hier noch verschiedene Stufen wählen. Rot. Rot flackernd. Oder diese zwei Helligkeitsstufen. Die ist auf jeden Fall sehr praktisch, weil sie magnetisch ist. Das zeige ich dann im Praxistest euch nochmal etwas genauer an der Parkbank. Und die lädt sich hier auf über das wunderbar funktionierende Olight Magnetladekabel. Auf der anderen Seite ist USB, also ganz normale USB zum schönen flachen Kabel. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Die Lademöglichkeiten hier, die haben sie wirklich perfekt gewählt. Das ist sie, Light by Your Side. Wir haben hier 55 Lumen mit 3 Stunden, 3,5 Lumen mit 56 Stunden, rotes Licht 7 Lumen, 7 Stunden und Flashing 7 Lumen, 30 Stunden. Das sind noch die Daten dazu. Ich möchte mich aber hier so kurz wie möglich fassen, was die ganzen ganz normalen technischen Daten der Lampen angeht. Links sind in der Beschreibung, wenn ihr mehr wissen wollt, einfach durchlesen. Denn das Video wird sonst einfach viel zu lang. Auch was die Preise angeht, bitte ich euch einfach die Links anzuklicken, denn die schwanken stark. Die könnten, wenn ihr das Video in 1 oder 2 Wochen seht, 10 Euro mehr sein, 20 Euro weniger sein. Deswegen bitte einfach anklicken, dauert eine Sekunde. Die nächste ist die Olight i3T EOS Brass. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Lampe. Aus sehr schön verarbeitetem Metall. Oh ja, mit dem Clip auch hier dran. Wirklich nice. Die schaltet man hinten ein und aus. Und, na, ja gut, hier hinten geht es auf. Schlecht gelernt, wie in der Schule früher. Mit einer AAA-Batterie, natürlich auch Akkus möglich, zu betreiben. Sehr, sehr praktisch. Ja, ist auf jeden Fall eine schöne EDC. Klein, schön und gut designt. Kurz gefasst haben wir hier High 180 Lumen, Low 5 Lumen, 60 Meter weit strahlt die und 21 Minuten hat die dann sozusagen Laufzeit. 900 CD, 1,5 Meter, Waterproof IPX8 und 75 Gramm wiegt die Lampe. Die ist ziemlich schwer, liegt aber am hochwertigen Material. Die nächste ist die Baton 3 Premium Edition. Ladekabel sieht übrigens so aus, sogar mit roten Elementen hier. Schönes eloxiertes Aluminium, das ist echt verdammt geil. Hier werden die Lampen auch mit USB-C schon geladen. Das ist der Zeit entsprechend, das finde ich sehr löblich. Was ist das Ganze eigentlich? Wir haben hier, wir haben hier im Prinzip eine Version der normalen Baton. Das ist hier zum Beispiel die S1 Baton Mini und die ist in diesem Ladekist drin. Ich vergleiche das einfach mal mit AirPods. Also Apple AirPods, das sind die Kopfhörer, die in so einem Ladekist drin sind, habe ich übrigens auch. Und hier drin hat man die Ladekapazität von 3,7. Also man kann 3,7 mal circa, also sagen wir mal 3,5 mal, diese Lampe mit dem zusätzlichen Akku, der hier in diesem Akku-Case drin ist, aufladen. Und das ist echt praktisch. An sich ist es natürlich eine ganz normale Taschenlampe, aber mit dem Case zusammen ist es eine Taschenlampe mit 3,5-facher Kapazität. Ja, die ist auch sehr, sehr schön gemacht. Ihr seht ja die Farbe, muss ich jetzt nicht nochmal aussprechen. Sieht geil aus. Hochwertig auf jeden Fall verarbeitet, so wie alle Lampen von Olight. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil sie die mir geschenkt haben. Es ist ja wirklich so. Wer schon eine besitzt, der weiß es. Und hier ist die USB-C-Ladebuchse mit dem LED dazu. So sieht das Ganze aus. 1200 Lumen Output hat die. Das ist natürlich mächtig. 3,7 Times habe ich ja schon erklärt. Wir haben hier Modi 1200, 300 und 60 sowie 12 und 0,5 Lumen. Das ist sehr, sehr schön. 166 Meter kommt die weit. Mhm. Sehr interessant. Und 53 Gramm wiegt die Lampe. Da wurde jetzt dieses Case natürlich nicht mit einberechnet. Als nächstes im hochwertigen Koffer geliefert haben wir die Marauder 2. Ich hoffe, ich spreche das jetzt hier mehr oder weniger richtig aus. Ich gehe mal kurz durch die ganzen Specifications, die wir hier haben. Höchster Modus im Flutlicht sind 14.000 Lumen. Höchster im Spotlight sind 850 Lumen, weil beim Spotlight ist ja nur eine einzige LED und beim Floodlight sind zahlreiche LED. Zeige ich euch aber gleich nochmal. Wir haben da 5 Minuten Laufleistung und dann geht das Ganze noch 1 Stunde und 40 Minuten weiter mit 23% und dann nochmal 45 Minuten mit 11%.
und so weiter. Hier ist der Plan erklärt, könnt ihr euch selbst nochmal durchlesen. Das ist klug geregelt auf jeden Fall. Und mit 1600 Lumen haben wir dann 7,5 Stunden durchgängig Laufzeit. Das ist schon nicht schlecht. Bei dem Spotlight ist es natürlich was ganz anderes, aber die beiden Modi erkläre ich euch nochmal. Wir haben hier das Lanyard dabei, unter dem Ladekabel, was ihr schon gesehen habt. Ja, ist ein ganz normales Lanyard, so wie man es kennt. Schick gemacht. Bin aber kein Freund von Lanyards, nutze ich jetzt persönlich nicht. Wir haben hier das Ladekabel mit zweimal USB-C, also USB-C auf jeder Seite. Wahnsinn, dass ich sowas noch erleben darf. Wir sind ja wirklich im Jahr 2021 angekommen. Hier ist das Ladekabel mit USB-C-Ausgang, 30 Watt Charger sozusagen. Muss man dann hier den Adapter dran machen für die EU. Schön praktisch. Hier haben wir die Lampe selbst. Die ist natürlich ziemlich fett. Was direkt auffällt, ist der orange Farbton und hier der Gummi an den Seiten. Hier steht nochmal 14.000 Lumen, 800 Meter. Okay. Hier wird auf jeden Fall nicht gespart mit den Daten. Marauder 2, das ist der Name. Hier steht nicht reinfassen. Und 5000 mAh, 54 Wattstunden, Input, Output etc. Und so öffnen wir das Ganze hinten. Hier haben wir die Ladebuchse, USB-C. Das Ganze in die andere Richtung drehen und das Ganze verschließt wieder. Erinnert mich ein bisschen an einen menschlichen Anus, aber naja, kann man sich darüber streiten. Auf jeden Fall sehr amüsant. Vorne ist hier die Krone schwarz eluxiert. Das ist natürlich orange eluxiertes Aluminium. OLED steht immer hier. Und wir haben hier in der Mitte diesen extrem fokussierten Strahl. Seht ihr dann noch im Praxistest auf jeden Fall ganz deutlich. Und hier außenrum die LEDs fürs Flutlicht. Die außenrum haben 14.000 Lumen insgesamt im maximalen Modus. Und hier innen drin gehen dann die 800 Meter. Das ist wirklich sehr interessant. Hier kann man nicht drehen, auch wenn das so aussieht. Die Lampe lässt sich auch nicht öffnen. Die ist verschlossen. Braucht man ja auch nicht. Akku ist ja integriert. So, die Steuerung bzw. die ganzen Bedienelemente sind hier wirklich sehr, sehr cool gemacht. Das ist der Schalter zum Wechseln des Modis, ob die streuen soll oder beamen soll sozusagen. Okay, das hier ist natürlich so eine Öse, kann man das Lanyard befestigen. Die Regelung ist sehr simpel. Wir haben hier das Rädchen und wie ihr sehen könnt, hier auf der linken Seite des Stellrads findet man die Intensität, mit der die Lampe leuchtet und auf der rechten Seite wird eben der Akkustand angezeigt. Wir haben jetzt hier 5 von 7 Balken, weil ich die schon ein bisschen anhatte und hier links sehen wir, wie hell die ist. So, das ist der niedrigste. Wir können dann hochdrehen bis zum höchsten. Die 14.000 sind schon gut heiß. Ja, und seht ihr, wie die Lampe automatisch runterregelt? Krass, oder? Die merkt nämlich, wenn sie zu heiß wird. Und zwar in Echtzeit. Das ist echt cool gemacht. Also das schont auf jeden Fall die LEDs innen drin. Und ja, eine Lampe, die überhitzt, ist natürlich sehr schlecht in jeder Hinsicht. Gut, das Beste daran ist das hier. Das ist der Schalter. Der switcht direkt zu dem hier oder zu den anderen LEDs. So. Und das ist echt krass. Okay, das ist natürlich viel zu hell hier aus der Nähe auf dem Tisch. Aber ihr seht das ja dann im Wald, wie das in der Praxis nochmal aussieht. Die Bedienelemente sind meiner Meinung nach echt sehr, sehr cool gewählt. Und dieser Schalter hier, der verdient einen Orden. Was sagt ihr zu dieser Bedienung? Findet ihr die gut oder eher schlecht? Kommt darauf an, wie und wo man diese Lampe verwenden möchte. Die Gummierung außenrum, die ist natürlich auch sehr, sehr schön. Die ist noch ein bisschen griffig gestaltet. Ich denke, ihr könnt das 3D-mäßige Relief hier sehen. Und die Oberflächenbeschaffenheit ist auch gut gewählt. Liegt auch gut in der Hand, die Lampe. Und die Marauder 2 ist ohne Zweifel der Kopf der neuen Bande. Jetzt gehen wir raus und testen mal alle Taschenlampen hier in der Praxis. Jetzt sind wir draußen im Park und wie man sehen kann, ist die O-Bulb schon am Arbeiten. Sie erfüllt ihren Job hervorragend. Es ist auch magnetisch und hier haftet sie ganz einfach an der Parkbank. Und jetzt versorgt die alles hier mit Licht. Das ist für mich gerade sehr, sehr praktisch. Also das Teil hat auf jeden Fall meinen persönlichen Test schon mal bestanden. Wir fangen an hier mit der, S1 Baton an. Die ist ja schon etwas älter. Erstmal mit den älteren Modellen anfangen. Ich stehe jetzt hier genau 10 Meter von diesem Fahrrad weg. Mit dem bin ich auch hergekommen. Und ja, müssen wir noch ein bisschen heller machen. So, das ist jetzt von dieser Minilampe. Also ihr seht ja, wie groß die ist ja wirklich winzig. Die hellste Stufe. Und das ist schon krass, oder? Also wie gesagt, 10 Meter das Fahrrad. Die Allee geht dann so ungefähr 100, 120 Meter bis nach hinten. Gut, da regelt es schon runter. Ich weiß gar nicht, ob die Batterie jetzt voll war. Nur mal als Vergleich. Die ist auch etwas günstiger. Kann man schön an die Cap dran klippen. Und die habe ich zum Beispiel immer verwendet, als wir auf Lost Place Tour gegangen sind. So, das ist die zweite Stufe hier. Also schon bei weitem nicht die hellste. So sieht die aus. Und die Größe,
ist ja wirklich, wirklich winzig. Die kann ich ja in der Hand verschwinden lassen. Also krass, oder? Weiter geht's mit einer von den neuen Lampen von Olight, der i3T EOS. Die ist ja wirklich sehr, sehr schick. Wiegt auch ein bisschen mehr. Das ist auf jeden Fall direkt auffällig. Liegt ja an dem Material, was genutzt wurde. Und die sieht vom Licht her so aus. Oh, jetzt hat es auch schon runter geregelt. Musste mir jetzt hier gerade wiederholen. Ging jetzt so ungefähr eine Minute. Ja, aber auch ein schönes Licht. Auf jeden Fall auch vergleichbar mit der von gerade eben. Aber hier ist die Batterie, die drin ist, auf jeden Fall ein bisschen einfacher. Die S3, die Mini, die wir gerade hatten, die wird ja mit einer Akkuzelle betrieben und einer CR123. Hier ist natürlich das Ganze viel einfacher wegen den handelsüblichen Batterien. Schöne Lichtausbeute. Reicht auf jeden Fall aus fürs Camping etc., um ja, alles Mögliche zu finden. Und ja, wie man sehen kann, die wird auch schon in der nächsten Nähe mehr als hell genug. Aber bis 10 Meter reicht die auf jeden Fall völlig aus. Als nächstes hätten wir die Baton 3 mit dem Wireless Charger. Ist ja wirklich sehr schick und praktisch. Wie ja schon vorhin gezeigt, ist ein bisschen größer hier als diese. Aber Wireless Charging ist ja sehr praktisch. Dafür ist die auf jeden Fall leichter, das merke ich sofort. Gucken wir mal, ob die einen Unterschied hat. Die ist gleich hell. Ich weiß ja nicht, ob die Kamera das jetzt immer gleich aufzeichnet, weil ich glaube, auf dem Bildschirm sieht das jetzt hier heller aus als bei der Baton, die wir am Anfang hatten, die kleine schwarze. Aber in echt sieht das genau gleich aus. Also da sage ich auch immer noch was dazu. Aber auf jeden Fall für die Größe auch ein sehr schönes Licht und auch hier praktisch, wie man sie aufladen kann. Ja. Also bis 15, 20 Meter kann man hier auf jeden Fall alles problemlos beleuchten. Jetzt die Javelot Turbo. Die Javelot Pro habe ich auch schon mal ausführlicher reviewt auf meinem Kanal. Das ist eine Lampe mit einem LED, die hat 1300 Lumen und leuchtet 1300 Meter weit. Mit der habe ich auch schon einen Vergleichstest gemacht zu der Lampe hier mit 100.000 Lumen. Die finde ich sehr, sehr geil. Schön stabil, schön lang. Hinten, wie das geupdatet wurde. Auch wie die Lampe geladen wird, einfach so mit Magneten hinten andocken. Absolut praktisch und sehr, sehr geil. Probieren wir die als nächstes mal aus. Hier müssen wir jetzt mal ein Stück weit nach rechts gehen, weil das Fahrrad ist natürlich jetzt nichts für die. Machen wir mal niedrigster Modus. Wir sehen, die streut überhaupt nicht. Hier geht alles gebündelt nach hinten. Und auf dem niedrigsten Modus können wir natürlich bis ganz hinter auch hier, was diese Allee angeht, leuchten. Das Fahrrad. Also wenn ich hier einfach nur in den Schuppen gehen will oder so und mir dort meinen Weg zu den Schraubenziehern oder was weiß ich leuchten möchte, dann reicht der niedrigste Modus auf jeden Fall aus. Gehen wir mal etwas höher. So, 4 Modi hat sie und das hier ist der höchste Modus, also der Strahl, der sieht schon richtig krass aus, oder? Alter, wie das aussieht auf der Kamera, ja, ich wohne mitten in der Stadt hier, das ist der Stadtpark von Dresden, der große Garten und ja, da sieht man leider die Luft ganz schön stark. Könnte gerne ein bisschen sauberer sein, wenn es an mir geht, aber naja. Also das Fahrrad natürlich völlig überbelichtet, viel zu nah, wenn man hier ein bisschen weiter leuchten möchte, absolut kein Problem. Diese Lampe ist ja aber nur so, wie sie jetzt ist, fest. Was ist denn, wenn man eine Lampe haben möchte, die gleichzeitig ganz weit strahlt und, wenn man das möchte, in einem Bruchteil einer Sekunde einfach das Licht streut? Das hat Olight jetzt entwickelt mit der Marauder 2. Also ich sage einfach mal Marauder, wie auch immer man das jetzt nennen will. Hier die Marauder, hier ist der Marauder. Sieht auf jeden Fall geil aus, habe ich euch ja schon gezeigt. Auch mit dem Gummi hier. Gerade wenn es so kalt draußen ist, fühlt sich das sehr angenehm an. 800 Meter. Sagen sie. Na gut, also probieren wir das Ganze mal aus. Und wir fangen natürlich auf der niedrigsten Stufe an. Fokussiere jetzt mal auf das Fahrrad. Geht doch. Also wir drehen hoch. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und das ist die höchste Stufe. Und so sieht die hier aus. Also, das ist jetzt sozusagen der Streumodus. Ihr seht, es ist kein Lichtkanal in dem Sinne zu erkennen, der mehr als einen Meter weit geht. Und ja, im Prinzip wird hier alles perfekt ausgeleuchtet. Sehr schönes weißes Licht. Nochmal hier hinter. Ja, absolut geil. Das ist jetzt hier nochmal der niedrigste Modus. Sieht so aus. Reicht auf jeden Fall aus, um sich überall zurechtzufinden. Also man braucht eigentlich, wenn man auch zelten ist oder so, drin, wenn man jetzt hier nicht gerade irgendwie krass weit leuchten möchte, nicht mehr als das hier und hat jetzt unfassbar lange Batterielaufzeit. Laden ist natürlich mit der auch sehr praktisch. Gut, jetzt gucken wir uns aber mal die Besonderheit dieser Lampe an. Und zwar können wir ja direkt mit einem Klick umschalten. Dazu. Alter, wie das aussieht. Das sieht ja echt aus wie ein Laserschwert. Einfach auch aus dem Grund, weil ja gar kein Licht außenrum ist. Es ist ja wirklich nur das Einzige, was hier leuchtet bzw. beleuchtet wird, dieses Viereck.
Alles, was außenrum ist, ist nur die Reflexion von der Luft etc. Das ist ja richtig krank. Wie das auch aussieht. Eieiei. Okay, ja. Logischerweise geht es bis zum Fahrrad und bis ganz hinter 800 Meter soll das weit gehen. Wie das aussieht, das ist echt. Ja, das ist echt krass. Also. Das, also, das ist so richtig einzigartig. Es gibt ja ganz viele von diesen billig Wish-China-Lampen, die auch so eine ähnliche Zoom-Funktion haben, aber die hier hat sie ja einfach perfektioniert mit dem Linsensystem. Seht doch gerade den ganzen Dreck in der Luft. Boah, furchtbar. Aber ich denke nicht, dass ich dazu noch viel sagen muss. Mit der Kamera könnte ich jetzt auch gar nicht viel weiter filmen, um das hier aufzunehmen. Auf jeden Fall einen halben Kilometer kann man damit weit leuchten. Aber alles, was bis 100 Meter ist, kann man auf jeden Fall richtig hell beleuchten. Und ja, diese Lampe hat auf jeden Fall den Test gewonnen. Das hier ist auf jeden Fall eine der vielseitigsten und einfachsten Taschenlampen, die ich bisher gesehen habe. Einfach dieses Umschalten. Ich meine, ich kann wirklich einfach mit so einem Klick das zu dem hier machen. Und das wiederum zu dem. Und das ist echt krass. So. Oder so. So. So, das kann ich so machen. Also, das ist schon wirklich geil. Danke fürs Anschauen dieses Videos. Und nochmal vielen Dank an Olight, dass ihr mir die Lampen hier zur Verfügung gestellt habt. Welche von diesen Lampen gefällt euch am besten? Habt ihr vielleicht schon eine? Dann sagt mir doch gerne, wie ihr damit zufrieden seid oder auch nicht. Und wenn ihr euch eine kaufen wollt, könnt ihr euch auch gerne in den Kommentaren hier austauschen. Da ist ja bestimmt der ein oder andere Besitzer schon dabei. Vielen, vielen Dank fürs Anschauen. Wir sehen uns bald mal wieder. Euer Max Olightberg.